Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi, das ist der Daniel und wir reden heute über den 1. November. Heute am 1. November hat Geburtstag der Comedian Mario Barth. Mario Barth, kennst du? Ja, kennst du seine Freundin? Noch nie gesehen, aber viel gehört von ihr. Ja. Fand ich mal ganz gut, Mario. Ja, irgendwann hat es dann nachgelassen. Abgenutzt. Ja, es war immer nur so, kennst du, meine Freundin? Oh, meine Freundin hat gesagt. Und so, kennst du. Meine Freundin, kennst du. Oh, irgendwann. Also die erste Show von ihm fand ich total geil, habe ich mich totgelacht. Habe ich auch 50.000 Mal gesehen. Aber dann bei der zweiten Show habe ich gedacht, das ist dasselbe, so komisch. Dann war es irgendwie nicht mehr so geil. Naja. Ist abgenutzt. Ja, 1972 geboren, 2 Jährchen älter als ich. Und du? Der ist genauso alt wie du. Genauso alt wie du. Auch 72er Baujahr. Ja. Macht ja nichts. Was willst du erwarten? Ja. Genau. Am 1. November ist aber auch noch was? Am 1. November ist der Aktionstag Weltvegan. Weltvegantag. Eingeführt 1994. Und das ist quasi die Gründung von der Vegan Society gewesen seinerzeit. Ja. Seit wann bist du Veganer? Ist schon immer, ich esse halt nur noch Fleisch dazu. Genau. Ist ja nicht nur vegetarisch, sondern ist auch vegan, heißt ja. Ohne tierische Produkte. Also komplett. Kein Ei, keine Milch, komplett. Kein Käse. Du darfst nicht mal Käsefüße haben. Also nicht mal Käsefüße. Nee. Da wärst du verfolgt, ja. Darf man eigentlich Fellatio und Cunnilingus? Cunnilingus, geht das bei vegan? Wenn du es nicht schluckst, dann ja. Ach so, ja, ohne zu schlucken, man muss ausspucken. Ja, immer. Wenn, dann konsequent. Wenn, dann, ja, genau. Am 1. November ist auch ein Film in den deutschen Kinos erschienen, den ich auch persönlich total gut fand. Das war Skyfall. Skyfall, der damalige neue James-Bond-Film mit Daniel Craig. Mhm. Und fand ich geil. Also das war einer von den guten. Der jetzt als James Bond nicht so gut. Der Darsteller ist einfach nicht so meine Welt. Aber gut. Nein! Nee. Daniel Craig ist super. Ja, mag sein. Also, was findest du an James Bond Darstellern besser? Jean Connery? Ja. Aber was? Was noch? Nee, sonst nichts. Sonst nichts. Also Pierce Brosnan war nicht so dein Ding? Nee. Roger Moore auch nicht? Teilweise. Also wenn ich noch einen zweiten wählen müsste, dann wäre Roger Moore. Roger Moore? Ich fand den voll scheiße, Roger Moore. Nein. Ich fand den immer, also als Kind fand ich den gut, aber dann ja. Später fand ich den kacke. Es war so Klamauk, James Bond, war blöd. Ja, überhaupt. Fliegende Autos und ach. Ja, das war damals halt so. Das haben sie halt ja, damals so gemacht. Und deswegen hat es bei mir auch nach den beiden aufgehört. Ah, Daniel Craig war super. So, fertig. Am 1. November ist aber auch noch was. Nämlich? 1. November, Allerheiligen. Allerheiligen, genau. Bei uns teilweise, in Spanien, Italien, in katholischen Ländern. Überall. Überall, Feiertag, ja. Mhm. Bei uns zum Beispiel, ich wohne ja in Hessen und in Hessen ist der 1. November ganz, der 1. November eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag, ja. Ja. Braucht man nicht, alles klar. Aber zum Beispiel in Bayern, da habt ihr heute frei. Ha! Lasst euch schön feiern. Ja. Ich sag, cheerio, Sophie, morgen sehen wir uns am 2. November. Da seid ihr hoffentlich wieder ausgenüchtert. Bis denne. Ja.